Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Energiewende, es ist sicherlich kein Zufall, dass die Sonne hier heute so scheint. Das hat sie extra für uns alle, die wir heute hier sind, gemacht. Ich will ganz klar sagen, wer jetzt aktuell nach Bayern, nach Baden-Württemberg schaut und sieht, was da für Katastrophen stattfinden, ja, das ist der Klimawandel. Und deshalb ist es dringend notwendig, dass die Energiewende vollzogen wird. Wind und Sonne statt Kohle und Öl, das bedeutet zuallererst Klimaschutz, liebe Freundinnen und Freunde. Und es ist doch so, dass im Dezember in Paris eine gute Beschlusslage hergestellt worden ist. Ja, wir haben eine gute Beschlusslage, aber viele in Deutschland, viele auch die hier sind, sind da in Vorleistung gegangen. Und das ist auch gut so, weil sie lokal in Vorleistung gegangen sind, mit den Photovoltaikanlagen auf Dächern, in Genossenschaften, in Biodörfern, in Stadtwerken, bei Wind- und bei Biogasanlagen. Das sind die Klimaschützer, liebe Freundinnen und Freunde, das sind die Klimaschützer, ja. Es ist richtig, es ist keine heile Welt. Wir haben eine Vielzahl von Problemen bei der Energiewende. Das zu leugnen wäre einfach falsch. Es gibt Konflikte in dem Prozess. Die ungerechte Verteilung der Netzentgelte ist so eine. Die EEG-Umlage ist so eine. Ich hatte viel, viel mehr Hoffnung ins Energieministerium gesetzt mit dem Minister, dass endlich ein Interessenausgleich stattfindet und das nach vorne orientiert wird. Und das ist eben leider nicht der Fall, liebe Freundinnen und Freunde. Und eines muss man doch ganz klar sagen, das EEG ist eine Erfolgsgeschichte. Wir als Linke hatten mal eine Kampagne, 1 Million Erzeuger statt 4. Es gibt inzwischen viel mehr als 1 Million Erzeugerinnen und Erzeuger. Und das ist eine Erfolgsgeschichte und da kann man auch sogar ein bisschen stolz sein. Das Problem ist, dass mit jeder Novelle hat es Verschlechterungen gegeben. Im Jahre 2012 wurde letztlich der Niedergang der Photovoltaik eingeläutet. Da sind Arbeitsplätze in Größenordnung zerstört worden. Und ich sage ganz klar für die Linke, wir haben ein klares Bekenntnis zur Photovoltaik. Und vielleicht gibt es irgendwann auch wieder die Chance für einen Aufschwung auf diesem Gebiet. Und im Jahre 2014 bei der GEG-Novelle, da ist es so gewesen, dass die Biogasbranche angeschlagen worden ist. Es ist doch heute so, dass in der Bundesrepublik solche Anlagen nicht wegen dem EEG, sondern trotz des EEG gebaut werden. Und mit den gestrigen Entscheidungen gibt es jetzt einen Angriff letztlich auf die Windenergie. Und das sage ich jemand, der in Mecklenburg-Vorpommern zu Hause ist. Für uns ist das sehr wichtig. Wir haben langfristig in unserem Land darauf orientiert und das sollte man uns nicht wechseln. Ich sage ganz klar, die Linke wird gegen die Demontage des EEG Widerstand leisten. Genauso wie die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier und heute. Und ich sage ganz klar, wir schaffen das. Danke, Dietmar Bartsch. Und ich bitte jetzt Herrn Westphal für ein kurzes